Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Wir haben ja die Situation, dass wir auf unserem Kongress ländliche Räume schon herausgearbeitet haben, dass Sachsen-Anhalt besonders stark vom demografischen Wandel betroffen ist. Unser Bundesland hat seit der Wiedervereinigung vor 30 Jahren fast ein Viertel seiner Einwohnerinnen und Einwohner verloren. Wir sind inzwischen knapp 1,9 Millionen oder knapp 2 Millionen, 2,19 Millionen Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter. Und wir sind auch eines der ältesten Bundesländer. Mit 48 Jahren ist das Durchschnittsalter in Sachsen-Anhalt tatsächlich sehr, sehr hoch. Und wir sind eines der Bundesländer mit einem sehr geringen Migrationsanteil. Ich habe es gerade aktuell nochmal beim Statistischen Landesamt nachgeschaut, ein Migrationsanteil von 4,9% in der Bevölkerung. Das ist doch sehr, sehr wenig im Vergleich auch mit den anderen Bundesländern. Und wir stellen fest, dass wenn Migrantinnen und Migranten nach Sachsen-Anhalt kommen, dass sie dann oft nur sehr kurz in unserem Bundesland verweilen, dass sie hier zwar zunächst ankommen, aber doch nach kurzer Zeit sich auf den Weg machen, auch in andere Bundesländer und ihre Zukunft in anderen Teilen der Bundesrepublik gestalten. Ich freue mich, dass wir diesen Befund heute mit Götz Ulrich, dem Landrat aus dem Burgenlandkreis, diskutieren können. Götz Ulrich ist Mitglied der CDU und ist Landrat im Burgenlandkreis seit dem Jahr 2014. Er ist 1969 in Naumburg geboren, hat sein Abitur in Schulpforte gemacht und hat von 1991 bis 1996 Rechtswissenschaften in Halle-Saale und in Erlangen studiert. Über Station in Erlangen ist er dann auch wieder zurück in den Burgenlandkreis gekommen, hat in der Verwaltungsgemeinschaft Finne und an der Finne gearbeitet und war ab 2009 Bürgermeister der Verbandsgemeinde an der Finne. Wir kennen uns beide schon sehr, sehr lange über verschiedene Stationen. Ich bei Miteinander, aber auch dann in der politischen Arbeit. In den letzten Jahren arbeiten wir an ganz vielen Stellen gut zusammen und ich freue mich, dass wir hier heute Gelegenheit haben, miteinander zu diskutieren. Zu diskutieren, aber vor allem auch ein Erfolgsmodell, jedenfalls würde ich es so nennen, kennenzulernen. Die Migrationsagentur im Burgenlandkreis, die es jetzt seit gut 2 Jahren gibt, die ich selbst schon mal im Rahmen eines Praktikumstages erleben konnte, was die Migrationsagentur im Burgenlandkreis genau ist, was dort gemacht wird und warum das ein Erfolgsrezept auch für den ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt sein kann, wie ich finde. Dazu wird uns Götz Ulrich was sagen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, Sebastian Striegel, und vielen Dank, dass Sie sich, meine Damen und Herren, für das Thema interessieren. Ich bin erstmal froh, dass ich jetzt über ein Thema reden kann, das nicht mit der Pandemie unmittelbar zu tun hat, obwohl ich hier im Landratsamt in Naumburg sitze und direkt unter mir in der ersten Etage und im Erdgeschoss befindet sich das Gesundheitsamt und die Kollegen sind dort noch am Wirken, weil die Fallzahlen heute sehr hoch waren. Aber das soll zum Glück nicht unser heutiges Thema sein, sondern die Bemühungen um Integration im ländlichen Raum und speziell auch mit Unterstützung von Verwaltungsstrukturen. Die Überlegungen, die Ausgangslage, die kennen Sie alle im Jahr 2014, 15, 16, dass wir doch eine hohe Zahl von Zugewanderten aus den Drittstaaten im Wesentlichen hatten, die uns ja vor viele Probleme gestellt haben. Im Burgenlandkreis spielt aber neben der Frage der Zuwanderung von Geflüchteten noch ein anderer großer Teil von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern eine Rolle, nämlich diejenigen, die aus dem EU-Ausland kommen. Wir haben im Burgenlandkreis zurzeit 10.500 Ausländer in etwa leben, die zu 2 Dritteln aus dem EU-Ausland stammen. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass die Ernährungswirtschaft auf diese Arbeitskräfte zurückgreift. Wir haben, das wissen Sie vielleicht, in Weißenfels den zweitgrößten Tönnies-Schlachthof in Deutschland, der hier tätig ist. Und es gibt auch in anderen Bereichen der Ernährungswirtschaft eine ganze Reihe von EU-Bürgern, die dort arbeiten. Und hier gibt es natürlich andere Themen der Integration als bei den Asylbewerbern, den Zugewanderten aus den Drittstaaten, den Geflüchteten.
Aber insgesamt ist das Thema für uns im ländlichen Raum von erheblicher Bedeutung, auch wenn natürlich, da hat Sebastian Striegel durchaus recht, die Zahl derer, die prozentual diesen Anteil ausmachen, auch im Burgenlandkreis gering ist. Aber wir haben mit Abstand, abgesehen von Halle und Magdeburg, den größten Ausländeranteil in Sachsen-Anhalt und den höchsten der Landkreise aus diesen genannten Gründen. Mein Anliegen als Landrat war natürlich seinerzeit nicht nur diese Zuwanderung zu bewältigen im Sinne von Unterbringung, Dach über dem Kopf, sondern es stellte sich von Anfang an ja auch die Frage, wie kann das Spannungsfeld, was sich da auftut, langfristig auch wieder befriedet und beruhigt werden. Es gab im Jahre 2014, 15 hier bei uns im Landkreis nahezu wöchentliche Demonstrationen, die im Wesentlichen von der NPD organisiert wurden oder auch von Protagonisten, die heute der AfD angehören und die sich gegen diese Zuwanderung und vor allen Dingen gegen die Unterbringung der Geflüchteten in ländlichen Räumen gewandt haben. Das Ganze bekam natürlich einen Höhepunkt in Tröglitz, als dort das noch nicht bezogene Flüchtlingsheim dann angebrannt, angezündet wurde, mit allen Verwerfungen, die das mit sich gebracht hat. Und deshalb war die Ausgangsüberlegung, wie können wir Integration so gestalten, dass sich diese Konflikte in dieser Form nicht festsetzen, am besten doch dadurch, dass Integration gelingt. Und da ich nun mal ein Verwaltungsmensch bin und auch meine Kolleginnen und Kollegen hier im Hause aus der Verwaltung kommen, war natürlich der erste Ansatz, wie können wir Verwaltung auch so aufstellen und organisieren, dass wir eine Unterstützung dafür geben können. Da ist die Überlegung daraus entstanden, alle, die in Behörden und teilweise auch außerhalb von Behörden an der Integration arbeiten, unter ein Dach zu nehmen, organisatorisch zusammenzuführen, sodass am Ende der Ausländer, nicht nur der Geflüchtete, auch der EU-Ausländer, eine Ansprechstelle hat, an der er alle seine Probleme lösen kann oder sie zumindest dort anbringen kann und dann im Laufe der Zeit Lösungen herbeigeführt werden. Und deshalb entstand dann vor 2 Jahren die Migrationsagentur im Burgenlandkreis, die ich Ihnen gerne an diesem Schaubild einmal vorstellen möchte. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Kann das jemand sehen? Sebastian Striegel, bist du noch im... Ja, wir können das alle sehen. Also das funktioniert. Wunderbar. Ach gut, wunderbar. Sie sehen hier die Zusammenfassung aller Aufgaben und Bereiche, die in der Migrationsagentur tätig sind. Dazu gehört ganz klassisch natürlich halt hier die Ausländerbehörde, die ja die ganzen statusrechtlichen Fragen behandelt und die in vielen Stadtverwaltungen oder auch Landratsämtern dem Ordnungsbereich zugeordnet ist. Wir haben hier die Asylbewerberleistung integriert. Das heißt, diejenigen, die für die sozialen Bedürfnisse der Asylbewerber in diesem Status auch und auch der Geduldeten im Falle einer Ablehnung zuständig sind. Die Unterkunftsverwaltung ist hier mit angesiedelt als eigenes Sachgebiet. Das Sachgebiet Integration. Diese 4 Dinge gab es auch schon in der Struktur, bevor im Jahre 2015, 16 diese Zuwanderung in diesen Größenordnungen kam. Das war schon hilfreich, weil die Ausländerbehörde und diejenigen, die für die sozialen Leistungen verantwortlich waren und auch diejenigen, die für Integrationsbemühungen im Sachgebiet verantwortlich waren, ohnehin schon in einem Amt vereint waren. Und neu hinzu kam dann in der Migrationsagentur der gesamte Bereich des Jobcenters. Also wir haben aus unserem kommunalen Jobcenter das alles ausgegliedert, was im Zusammenhang mit
zunächst Geflüchteten stand, ein Jahr später dann auch mit EU-Ausländern und haben das dieser Migrationsagentur hinzugefügt, damit hier in dem Bereich Asylbewerberleistung im Falle eines Übergangs nach Anerkennung als Flüchtling die Leistung aus dem Jobcenter sozusagen aus einer Hand fortgesetzt werden können. Und wir haben dann aus dem Bereich des Jugendamtes den Allgemeinen Sozialen Dienst der Migrationsagentur hinzugefügt, um auch die unbegleiteten Minderjährigen aus der Migrationsagentur heraus betreuen zu können. Wir haben den Bereich der Volkshochschule, also die Volkshochschule mit in die Migrationsagentur mit Mitarbeitern eingebunden, damit das Thema Sprache oder generell Erwachsenenbildung hier aus der Migrationsagentur heraus koordiniert werden kann. Und unser großes Projekt, über das wir sehr glücklich sind, seit 2015, ein Projekt des BMAS, also des Bundesarbeitsministeriums, das sich speziell an Geflüchtete mit schlechter Bleibeperspektive richtet, mit der Bemühung, diese in Arbeit, Ausbildung und Arbeit zu bringen. Dieses Projekt schafft sozusagen aus dem Amt für Wirtschaftsförderung heraus den direkten Kontakt zwischen Unternehmen und Migrationsagentur, zwischen dem Unternehmer und dem Geflüchteten, um hier eine unterstützende und vermittelnde Funktion zu geben. Was noch hinzugekommen ist seinerzeit, ist, dass die Agentur für Arbeit auch in die Migrationsagentur eingezogen ist. Das ist allerdings ein Punkt, der sich zu meinem Ärger nicht besonders gut entwickelt hat. Mit einem Wechsel auch in der Leitung der örtlichen Agentur für Arbeit hat sich diese aus der Migrationsagentur leider zurückgezogen und alle Bemühungen, das zu verhindern, haben bisher noch keinen Erfolg gezeigt. Das bedauere ich sehr, weil natürlich die Agentur für Arbeit auch für diejenigen, die noch im Anerkennungsverfahren sind, also Asylbewerberleistungen beziehen, vor allen Dingen in dieser Phase bestimmte Funktionen hat und arbeitsvermittelnd und beratend tätig ist, sodass uns im Laufe dieser 2 Jahre leider die Agentur für Arbeit mit ihren Beratungsleistungen wieder verlustig gegangen ist. Dafür eingezogen ist allerdings auch das Ehrenamt. Wir haben einen Ehrenamtskoordinator, der hier noch gar nicht dargestellt ist auf dieser Folie, der vom Kirchenkreis bezahlt wird, der bei uns in der Migrationsagentur sitzt und eben die Kontaktstelle zum Ehrenamt herstellt. Der Kreissportbund ist mit einem Koordinator vertreten, der das Thema Integration durch Sport besonders befördert. Ja, und mit dieser Struktur sind wir, glaube ich, in den letzten 2 Jahren sehr gut gefahren. Das spiegelt sich dann auch in einem Gebäude wider, das wir mit dieser Migrationsagentur bezogen haben und auch mit dem Eingangsbereich, in dem in diesem Gebäude quasi in einer Schalterfunktion die eintreffenden Personen ihr Problem benennen und dann eben durch diesen gemeinsamen Front-Office-Bereich eine genaue Zuweisung entweder zu dem jeweiligen Sachgebiet oder eben eine Terminierung nacheinander, das ist unser Wunsch, zu verschiedenen Sachgebieten möglich ist, um das an einem Termin abzugleichen. Es gibt aber auch einen Nachteil, den will ich nicht verhehlen, den die Zentralisierung aller dieser Bereiche in einer Migrationsagentur mit sich gebracht hat. Es ist nämlich jetzt alles an einem Standort hier in Naumburg zentral am Landratsamt geschehen. Und damit wird zum Beispiel ein anerkannter Flüchtling, der normalerweise in einer Außenstelle des Jobcenters bei uns zum Beispiel in Weißenfels oder in Zeitz sonst betreut würde, von dort eben nicht mehr betreut, sondern hier in Naumburg. Das heißt, mitunter auch, es sind zusätzliche Wege zurückzulegen für den Migranten. Das hat sich allerdings bisher in keinem Falle als nachteilig herausgestellt. Und ich habe keine Beschwerde bisher darüber gehört, aber das waren natürlich Überlegungen im Vorfeld, die da auch eingewandt wurden. So viel vielleicht erstmal zu diesen Strukturen, die wir in der Verwaltung haben. Und
Ja, es ist natürlich schwer, wenn man selbst da drin steckt, über Erfolge oder Misserfolge zu reden. Und es ist noch schwerer, in einer solchen Pandemielage darüber zu reden, weil zur Wahrheit natürlich auch dazugehört. Aber das wird bei Ihnen in Ihren Heimatorten, Städten, Landkreisen nicht anders sein, dass uns natürlich im Moment die Pandemie, die Integrationsbemühungen, den Kontakt der Integrationspädagogen in die Wohnungen, in die Unterkünfte zu den Menschen ein Stück weit erschwert, vieles digital leider erfolgt. Aber darüber soll ja heute nicht im Schwerpunkt gesprochen werden, können wir auch tun. Was ich als besonders hilfreich empfunden habe, ist, dass wir die Volkshochschule und damit das ganze Thema der Erwachsenenbildung mit in die Migrationsagentur eingebaut haben, weil dadurch eine direkte Zusteuerung oder das Angebot von verschiedensten Kursen, seien es jetzt normale Kurse, die Integrationskurse, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanziert, sind, seien es spezielle Kurse, die nur wir im Burgenlandkreis durchführen, weil wir Lücken, die sich vor allen Dingen für Personen mit schlechter Bleibeperspektive aufgetan haben, erfüllen wollen, seien es jetzt spezielle Kurse für Frauen oder zum Beispiel auch das Thema sexuelle Bildung für Geflüchtete, das einer unserer, ich will nicht sagen Schwerpunkte ist, aber ein Punkt ist, auf den wir besonderes Augenmerk legen, ein Thema, das zum Beispiel hier in Naumburg zusammen mit der Familienbildungsstätte für Frauen und Männer jeweils gesondert angeboten wird und was eine hohe Nachfrage erhält. Und hier hat eben die Volkshochschule eine starke koordinierende Funktion, Sprachstandsfeststellungen, Angebote von Kursen, Berufssprachkurse. Wir haben ein digitales Lernportal des Deutschen Volkshochschulverbandes, das wir den Interessierten anbieten. Vielleicht so viel erstmal von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank, Götz Ulrich, und für diesen ersten Einblick. Ich will vielleicht als erste kurze Frage nochmal an den Beginn zurückgehen, nämlich zur Frage, wie ist es eigentlich dazu gekommen, eine solche Migrationsagentur einzurichten? Und dazu gehört ja auch ein Stück weit, sag ich mal, die Problemwahrnehmung. Wenn ich auf den ganzen Themenkreis Migration, Flucht, Arbeitsmigration und Integration schaue und für Sachsen-Anhalt, aber auch bundesweit darauf gucke, dann ist mein Eindruck, unsere Gesetzeslage ist seit vielen, vielen Jahren den realen Zuständen nicht angepasst. Wir haben ja zwei grundlegende unterschiedliche Sphären im Migrationsbereich. Einmal Arbeitsmarktmigration, insbesondere im europäischen Kontext, und andererseits humanitäre Zuwanderung. Die Tatsache, dass Deutschland ein Einwanderungsland tatsächlich seit vielen Jahrzehnten ist in unserer Gesetzgebung weiterhin nur unzureichend gespiegelt. Es ist über die Jahre zwar ein Stück weit besser geworden mit entsprechenden Gesetzesvorstößen auch auf der Bundesebene, aber wir haben ein grundlegendes Problem, dass die gesetzlichen Instrumente insbesondere nicht zu den Bedürfnissen und Bedarfen im ländlichen Raum passen. Jedenfalls wäre das meine Einschätzung. Wir nehmen wahr, dass im ländlichen Raum zunehmend ein Fachkräftemangel herrscht, dass das auch von den Unternehmen beklagt wird. Wir nehmen wahr, dass dort ein sehr massiver demografischer Wandel passiert. Und es ist auch klar, dass dieser demografische Wandel nicht mehr durch eine Bevölkerungspolitik zu begegnen ist, die zum Beispiel in Familienpolitik sich erschöpft, sondern es ist klar, wenn man überhaupt die Bevölkerung halten will, die Zahlen halten will, dann braucht es durchaus merkbare Zuwanderung in die ländlichen Räume, insbesondere auch nach Sachsen-Anhalt. All das zusammengenommen, inwieweit kann denn so etwas wie eine Migrationsagentur, das heißt das Zusammenführen verschiedener auch Verwaltungskompetenzen an einer Stelle, der Blick auf den konkreten Einzelfall helfen, hier in einer unzureichenden gesetzlichen Lage tatsächlich zu besseren Lösungen auch für einen konkreten ländlichen Raum, der Burgenlandkreis ist ja ohne Frage ein solcher, zu kommen? Welche Erfahrungen sind da nach 2,5 Jahren zu nennen? Richtig ist natürlich, dass es gesetzliche Regelungen gibt, die manchem
Tun und Handeln Grenzen setzen. Aber richtig ist auch, dass es in vielen Fällen auch nach dem jetzt geltenden Recht Ermessenstatbestände gibt, die die Auslegung des Verwaltungshandelns, zum Beispiel auch der Ausländerbehörde, maßgeblich beeinflussen. Und da war und ist mir wichtig, dass eben die sozusagen die, ich nenne es mal direkt, die Konfrontation zwischen verschiedenen Sichtweisen, einerseits vielleicht die Konfrontation der Meinung der Ausländerbehörde, auf der anderen Seite die Meinung der Integrationspädagogen in der Migrationsagentur durch eine gemeinsame Verwaltungsstruktur immer wieder zusammengebracht werden und eben nicht durch eine Anordnung innerhalb der Behörden, innerhalb eines Landratsamtes in verschiedenen Ämtern oder gar Dezernaten, das Miteinanderreden über verschiedene Hierarchien hinweg und dann wieder zurück behindern, sondern dass das Platzieren in einer gemeinsamen Struktur es ermöglicht, eben verschiedene Sichtweisen in eine solche Ermessensentscheidung auch einfließen zu lassen. Und das mitunter eben zum Beispiel bei der Frage der Beschaffung von Papieren und Identitätsnachweisen eben der kurze Weg zwischen zum Beispiel der Integration und der Ausländerbehörde durchaus von Vorteil ist, um hier manche Hürde aus dem Weg zu räumen. Insofern dienen Verwaltungsstrukturen auch dazu, Integration zu vereinfachen. Vielen Dank. Es ist ja schon am Anfang zur Sprache gekommen. Es war jetzt durchaus nicht so, dass die Migrationsagentur vom ersten Augenblick an völlig unumstritten war. Es gab sicherlich auch Widerstände innerhalb des Burgenlandkreises. Über sowas ist ja auch eine Entscheidung im Kreistag herbeizuführen. Mich interessiert, wie waren da die Erfahrungen sowohl auf der kommunalen Ebene als auch mit Blick auf das Land Sachsen-Anhalt? Ist der Burgenlandkreis vom Land Sachsen-Anhalt unterstützt worden, adäquat unterstützt worden bei der Einrichtung einer solchen Struktur, oder war das etwas, wo er nicht im Fokus stand, dass da auch ein Landesinteresse, vielleicht dahinter steckt, zu so einer Struktur zu kommen? Die Grundentscheidung dafür, das zu tun, die ist im Jahre 2015 schon getroffen worden, als letztlich die, naja, die angespannte Situation auch dem Kreistag bekannt war und wir quasi händeringend nach einer Verwaltungslösung gesucht haben, die uns besser in die Lage versetzt, die Probleme zu bewältigen, auch wenn in dem Moment sicherlich Themen der Unterkunft und des Ankommens und des Verteilens im Mittelpunkt standen, war es doch in dem Moment in unserem Kreistag zumindest verhältnismäßig unumstritten und einfach, insgesamt das Thema unter dem Gesichtspunkt der Integration auch anzugehen. Dass dann Verwaltung wiederum 2 Jahre braucht, um den Beschluss in ein Gebäude und in eine Struktur umzusetzen, ist ein anderes Thema. Ja, die Unterstützung von Seiten des Landes. Das Innenministerium hatte seinerzeit eine Beratungsstruktur eigentlich für die Ausländerbehörden als Willkommensinstitution oder so ähnlich nannte sich das zur Verfügung gestellt. Das heißt, die Landesregierung hat über mehrere Jahre ein Budget zur Verfügung gestellt, das wir genutzt haben, um jetzt nicht die Ausländerbehörde für sich gesehen betrachtet als Willkommensbehörde umzugestalten, sondern diese Gesamtstruktur zu entwickeln. Das hat uns durchaus geholfen, weil dieses Mittun von außen, von jemandem, der nicht zur Verwaltung gehört, für die heißen Diskussionen, die dann innerhalb der Verwaltung geführt wurden, unterstützend gewirkt haben. Sie können sich vorstellen, dass wenn das Jugendamt Mitarbeiter in eine andere Struktur abgeben soll, ist das schon ein Diskussionsthema. Aber wenn dann auch noch ein Jobcenter, das ja traditionell ehemals ein Teil einer Bundesbehörde war und dann irgendwann mal kommunalisiert wurde, wo sich vielleicht auch nicht alle Mitarbeiter schon als kommunale Bedienstete verstanden haben, dann auch noch große Teile in eine solche Struktur abgeben soll. Das hat es sehr dazu beigetragen, dass wir von außen Koordinierung erfahren haben. Das Gesamtthema stand jetzt nicht so sehr im Mittelpunkt des Interesses des Landes. Also, dass jetzt jeder so etwas machen soll,
Das habe ich jetzt von Seiten des Landes nicht gehört, aber das ist eben auch kommunale Selbstverwaltung. Da muss jeder selber entscheiden. Das Interesse in der kommunalen Familie deutschlandweit, aber auch in Sachsen-Anhalt war sehr groß. Selbst der Oberbürgermeister Trümper, der nur nicht allzu oft in den Süden des Landes kommt, war persönlich hier und hat sich die Strukturen angeschaut. Wir haben aus ganz Deutschland Interesse erhalten und haben ja dann im letzten Jahr auch den zweiten Platz beim Nationalen Integrationspreis der Bundeskanzlerin mit dieser Idee gewonnen. Ja, dazu denke ich, glaube ich, nochmal herzlichen Glückwunsch auch aus dieser Runde. Was mich interessieren würde, ist, es ist ja erklärtes Ziel, Menschen, die im Burgenlandkreis zum Beispiel als Geflüchtete, in den Burgenlandkreis als Geflüchtete gekommen sind und die einen anerkannten Status haben oder aber einen solchen bekommen könnten, tatsächlich auch nicht nur abstrakt im Land zu halten, sondern konkret im Burgenlandkreis zu halten, weil all die Herausforderungen, die der ländliche Raum in Sachsen-Anhalt hat, hat ja auch der Burgenlandkreis, also eine älter werdende Bevölkerung, eine abnehmende Bevölkerung und Fachkräftemangel. Gelingt das tatsächlich? Also ist dieses Ziel über ein solches Mittel Migrationsagentur auch ein Stück weit zu erreichen? Es ist ganz sicherlich nicht das einzige Mittel und ganz sicherlich nicht das einzig notwendige Instrument hier. Aber gelingt es, diese Spielräume, diese Ermessensmöglichkeiten auch tatsächlich in einer solchen Struktur zu nutzen und damit A, Menschen im Burgenlandkreis tatsächlich eine neue Beheimatung zu bieten und B, auch den Unternehmen, die ja viel einen Bedarf artikuliert haben, auch die Chance zu geben, zu sagen, ja, hier habt ihr Menschen, die können zum Beispiel eine Ausbildung machen. Wir sorgen mit dafür, dass dann tatsächlich auch keine ausländerrechtlichen, keine aufenthaltsrechtlichen Probleme oder weniger aufenthaltsrechtliche Probleme auftreten. Ist das erfüllbar über eine solche Struktur? Zunächst mal ist der Ansatz auch für die Migrationsagentur unabhängig von der vermeintlichen Bleibeperspektive Integrationsbemühungen allen zukommen zu lassen, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Das gelingt natürlich nicht vollständig, weil mitunter ja gesetzliche Regelungen dem auch entgegenstehen. Aber unser Ansatz ist, dass wir ja über eine vermeintliche schlechte Bleibeperspektive am Anfang des Hierseins eigentlich sehr wenig sagen können. Selbst Personen, die im Asylverfahren abgelehnt werden, sind bei uns in Größenordnung und es ist mitnichten so, dass also diese alle dann den Burgenlandkreis oder dann das Land verlassen. Das hat jetzt verschiedene Ursachen, das wissen wir ja alle selber. Aber wenn es schon so ist, dann hat es aus meiner Sicht keinen Sinn, hier Personen erster und zweiter Klasse zu bilden, in dem Moment, wo eine sozusagen Zuweisung von Personen aus der zentralen Aufnahmestelle in Halberstadt in dem Burgenlandkreis stattfindet, müssen unsere Integrationsbemühungen auch einsetzen. Ich stelle eher das Gegenteil fest, dass ein langes Verbleiben in der zentralen Aufnahmestelle unsere Integrationsbemühungen erschwert, wenn und solange dort eben nicht Integrationsbemühungen, damit meine ich natürlich in erster Linie erstmal sprachliche Bemühungen, aber auch die Vermittlung der Kenntnisse über Land und Leute stattfinden. Deshalb tun wir das mit unseren Möglichkeiten. Und wenn ich mir anschaue, was jetzt gerade aus dem Bereich derer mit dem Status als Asylbewerber oder Geduldeter, was wir da erreicht haben, vor allen Dingen auch über dieses Bundesprojekt, was ich vorhin erwähnt habe, das wir kurz IFAF nennen, Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Da haben wir insgesamt 282 Personen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gebracht, 22 in geringfügige, 74 Ausbildungsverträge abgeschlossen, 50 sind zurzeit in so einer sogenannten Einstiegsqualifizierung. Das ist also was, was wir vorschalten müssen, wenn wir auf der einen Seite bei einem Geflüchteten die Bereitschaft feststellen, er möchte eine Ausbildung machen, aber auf der anderen Seite er selbst oder auch die Integrationspädagogen anraten, da noch was vorzuschalten, damit die Ausbildung am Ende auch gelingt. Also das sind sehr erfreuliche Zahlen und da stehen auch 350 Unternehmen dahinter, die wir jetzt nicht zwingen mussten, da mitzutun, sondern die sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben,
Also wir würden gerne Arbeitnehmer nehmen. Habt ihr denn jemanden, der bei uns arbeiten möchte? Deshalb gibt es dann Praktika, es gibt Hospitationen und wie gesagt, immer die Bemühung, das unabhängig vom Aufenthaltsstatus zu machen. Zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass es trotzdem immer permanent, jeden Tag auch Spannungen gibt, die zwischen der Ausländerbehörde und dem integrativen oder sozialen Bereich in der Migrationsagentur auch ausgehalten werden müssen. Und dass da mal der eine oder andere sich stärker durchsetzt, das ist völlig klar. Das ist gerade der Sinn der Struktur. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass im ländlichen Raum der Burgenlandkreis ist in der Ost-West-Ausdehnung, ich weiß es nicht, sagen wir mal 100 Kilometer ungefähr lang, dass natürlich auch die ländlichen Strukturen, die schlechten Verkehrswege, manche Integrationsbemühungen, die im wirklich richtig tiefländlichen Raum von uns 2015, 16 angedacht waren, sich nicht haben umsetzen lassen, dass dann doch die Geflüchteten in Richtung der Mittelzentren ziehen, weil hier einfach alles besser zu erreichen ist und wir natürlich auch mit allen möglichen Bemühungen nicht in jedes Dorf kommen, weil dort die Personenzahlen vielleicht nicht ausreichen, um einen Sprachkurs durchzuführen oder eben um im Bereich zum Beispiel des Themas sexuelle Bildung nicht mit einer einzelnen Person da sitzen zu müssen. Da haben sich einige Blütenträume leider nicht in Realität umsetzen lassen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich zu verstehen bin. Ich habe hier gerade eine schlechte Netzwerkverbindung angezeigt bekommen. Aber wenn ich das so höre, dann ist die Migrationsagentur ein Stück weit eine Verwaltungsorganisation. Also sprich der Versuch, mit den Dingen, so wie sie stehen und liegen, umzugehen und das Beste für einen Landkreis hier, den Burgenlandkreis, draus zu machen und zu gucken, wie sich die Dinge organisieren lassen. Ich schaue jetzt mal in die Runde, ob es Fragen auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gibt. Dann wäre jetzt auch die Möglichkeit, sich einzuschalten. Bisher sehe ich das erstmal nicht. Dann frage ich noch ein bisschen weiter. Die Konflikte zwischen sozusagen dem Inhalt der Migrationsagentur auf der einen Seite und der Ausländerbehörde, die natürlich auch aufenthaltsrechtliche Fragen zu klären hat, bis hin zu aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, Stichwort Abschiebung, sind schon angesprochen worden. Hilft in solcher Arbeitsbereich neben der Tatsache, dass die Konflikte natürlich verhandelt werden, auch dazu, dass auf den unterschiedlichen Seiten auch die Perspektiven der jeweils anderen Seite stärker wahrgenommen werden oder in den Fokus geraten? Ja, darauf setzen wir, wenn Sie Tür an Tür sitzen und der Weg sehr kurz ist und ich nicht über verschiedene Verwaltungsebenen hinweg erst die Ausländerbehörde erreiche oder umgekehrt diese vielleicht den Kollegen in der Wohnungsverwaltung, dann trägt das mit Sicherheit dazu bei. Aber wie gesagt, wir sitzen hier fast jeden Monat zusammen, um Konflikte, die nach wie vor bestehen, dann auch zu besprechen. Und es können sich eben auch nicht alle Wünsche leider erfüllen lassen. Wenn gesetzliche Regelungen dem zwingend entgegenstehen, dann werden die auch und müssen die auch im Burgenlandkreis zur Anwendung kommen. Das heißt, wir legen zum Beispiel bei dem Thema aufenthaltsbeendende Maßnahmen einen großen Schwerpunkt auf die Frage, wer hat sich strafbar gemacht und in welchem Maße und was können wir dort tun. Da ist bei uns also im Bereich des strafbaren Handels eine Grenze, wo wir dann auch unsere Bemühungen in Arbeit und Ausbildung entsprechend reduzieren. Ich freue mich immer wieder darüber, dass es auch gelungen ist, eben diese Hürde zum Jobcenter zu überwinden, weil dort quasi bis dahin nochmal von vorn begonnen wurde, diese Integrationsbemühungen, die man bis dahin dann im Bereich des in anderen Häusern des Sozialamtes oder eben hier des ehemaligen Amtes für Ausländer begonnen hat, nochmal neu angesetzt hat. Und weil es da in seltensten Fällen sozusagen eine Fallübergabe, eine Besprechung
eine gemeinsame Diskussion gegeben hat. Das Thema Arbeitsagentur ist ja vorhin schon mal kurz angesprochen worden, nämlich die Tatsache, dass es dadurch eine personelle Veränderung auch einen Rückzug aus der Struktur gab. Hat das konkret auch negative Konsequenzen für die Migrationsagentur gehabt? Also ich meine, es gab ja eine Zeit der Zusammenarbeit und wie muss man sich das vorstellen? Also was ist dadurch schwieriger geworden? Gehabt und die hat es nach wie vor, weil ich natürlich bestimmte Beratungsleistungen, die in dem Status eines Asylbewerbers von der Agentur für Arbeit und nicht vom Jobcenter zu erbringen sind, dann nicht mehr im Hause habe und es dann natürlich wieder losgeht, jemanden von Pontius zu Pilatus zu schicken. Und genau das wollten wir ja auch vermeiden. Also wenn man sich vorstellt, wir kommen in irgendein fremdes Land und da gibt es jetzt irgendwie 10 verschiedene Behörden an drei verschiedenen, in drei verschiedenen Städten und ich muss da hin und her fahren und ich verstehe gar nicht, was der Unterschied zwischen Jobcenter und Agentur für Arbeit ist. Und das erschwert mir das alles. Deshalb finde ich es sehr, sehr schade und hier müsste man nochmal einen neuen Ansatz wagen, dass sich hier die Agentur für Arbeit aus dieser Migrationsagentur herauszieht. Das geschieht eher heimlich, still und leise als durch eine klare Ansage, sondern man entsendet eben dann eben aus Personalmangel oder Ähnlichem jetzt keine Mitarbeiter mehr. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg. Weil wenn wir Leistung aus einer Hand gewähren wollen oder Integration aus einer Hand, dann gehört die Agentur für Arbeit ein Stück weit dazu. Da es jetzt auch Das weiter noch keine Fragen gibt, will ich vielleicht noch mal mit einer Perspektive auf das Land hineingehen. Wenn der Landrat des Burgenlandkreises Wünsche frei hätte an das Land und auch an den Bund, an das Land mit Blick auf Landespolitik, was wäre anders zu gestalten auf Landesebene? Ich habe schon kurz gehört, das Thema Verweildauer in der ZAST ist vorhin angeklungen. Also, dass es je länger die Leute dort sind, bis sie in die Landkreise verteilt werden, es für die Landkreise eher schwieriger macht, Integration tatsächlich auch dann zu ermöglichen im Anschluss. Das würde mich interessieren nochmal. Also was wünscht sich ein Landrat aus dem Burgenlandkreis, aus dem ländlichen Raum, vom Land, damit es tatsächlich zu gelingender Zuwanderung in Sachsen-Anhalt kommt? Und dasselbe würde ich dann im zweiten Schritt gerne auch nochmal für den Bund wissen wollen. Was braucht es tatsächlich, um auf auch einer bundespolitischen Schiene zu besserer, zu gelingender Zuwanderung, insbesondere für ländliche Räume, zu kommen? Naja, das Thema, wie gestaltet man den Aufenthalt, wenn der Geflüchtete zunächst mal in den einzelnen Bundesländern ankommt? Das ist schon eines, Sebastian Striegel, was auf Landesebene nochmal diskutiert werden muss. Ich verstehe und halte das auch grundsätzlich für richtig, dass Personen, die eine nachweisbar schlechte Bleibeperspektive haben und in ihr Heimatland zurückgeführt werden, da es wenig Sinn hat, die Personen für wenige Monate in die Kreise zu verteilen. Da haben wir auch wenig zu integrieren. Das ist aber schon dann anders, wenn nicht feststeht, wie lange eine Person überhaupt in Deutschland bleibt, weil zum Beispiel ein Abschiebestopp besteht, weil das Heimatland die Person nicht wieder aufnimmt oder es gibt noch viele andere Gründe. Da habe ich es als nachteilig empfunden, wenn jemand 18 Monate, ich glaube, das ist die maximale Dauer, die in Sachsen-Anhalt in der Erstaufnahmeeinrichtung möglich ist, wenn jemand dann nach 18 Monaten zu uns kommt und wir feststellen, der kann kein Wort Deutsch, da ist in diesen 18 Monaten quasi nahezu nichts passiert und wir sollen jetzt sozusagen diese 18 Monate wieder wettmachen und diese Person integrieren. Da würde es aus meiner Sicht viel besser sein, wenn diese Zuweisung dann zu einem früheren Zeitpunkt kommt, weil wir das selbst bei unseren eigenen Geflüchteten auch festgestellt haben, als 2015, 16 eben nicht der
Erstorientierungskurs, der Sprachkurs oder das Berufspraktikum sich nach einer Ankunft hier im Landkreis angeschlossen hat, sondern die Menschen Wochen, monatelang in ihren Unterkünften gewartet haben auf das, was kommt. Das ist keine besonders gute Grundlage für Integration. Wir sehen das ja auch hier bei uns im Landkreis leider auch an Menschen, die um die 2000er Jahre hierher gekommen sind, wo sich niemand wirklich ernsthaft um das Thema Integration bemüht hat. Die Entwicklungen, die dort der eine oder andere genommen hat, die sind nicht so, dass es jetzt hier auf große Begeisterung stößt. Und deshalb wäre ein Wunsch, diesen Wunsch kennt auch unser Ministerpräsident, dass man dann in der neuen Wahlperiode nochmal über diese Frage grundsätzlich nachdenkt. Ich weiß zwar, dass auch viele meiner Kollegen da möglicherweise eine andere Ansicht haben, aber unter diesem Gesichtspunkt, wir bekommen den Geflüchteten oder die Geflüchtete ja dann doch nach 18 Monaten, ist es, glaube ich, klüger zu sagen, wir nehmen die Verteilung in diesen Fällen, wo also eine Rückführung ohnehin nicht in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Entscheidung über den Ausgang des Asylverfahrens steht. Wir nehmen diese Personen dann doch in eine Verteilung in die Städte und Kreise. Und die zweite Frage, was wünsche ich mir vom Bund? Das Thema Fachkräftezuwanderung ist ja eines, was der Bund neu geregelt hat. Da haben wir uns mehr davon versprochen, den Unternehmen, die hohe Erwartungen in dieses Zuwanderungsexperiment gesetzt haben, zu entsprechen. Nun ist vieles auch durch die Pandemie da ins Stocken geraten, aber insgesamt haben wir in den ersten Monaten der Fachkräftezuwanderung doch festgestellt, dass Unternehmer mit den Regelungen nicht ganz zufrieden waren, um sich quasi auch Arbeitnehmer oder um Arbeitnehmer im Ausland anzuwerben und sie dann ins Unternehmen zu holen, weil wir wissen, dass natürlich die Frage der Anerkennung von Abschlüssen ein ganz schwieriges Thema ist, weil wir wissen, dass auch unterhalb von Abschlüssen Arbeitskräfte gesucht werden. Das gilt natürlich ganz besonders hier im Burgenlandkreis in der Ernährungswirtschaft, wo ein permanenter Arbeitskräftemangel zu erkennen ist. Also ein Nachsteuern im Bereich Fachkräftezuwanderung, vielleicht nicht sofort. Man muss das erstmal ohne Pandemie weiter sich anschauen, wie das Ganze läuft, welche Zuwanderungserfolge damit erzielt wurden, aber dann nochmal das Überlegen einer Nachsteuerung. Sebastian Striegel, wie schätzt du denn die Vielen herzlichen Dank Situation auf das für Problem diese ein? Einschätzung. Wie schätzt Sebastian Striegel denn die Möglichkeiten auf Landesebene ein, um hier im Jetzt muss ich Bereich erstmal gucken, der dass ich hier wieder in. Sebastian Striegel, kannst du mich hören? Bin ich zu hören? Ja. Ich kann dich hören, aber bin ich zu hören? Ja. Okay, gut, weil es hier gerade irgendwie etwas gehakt hat. Naja, ich sehe die Lage ähnlich wie du. Wir haben eine Dynamik, dass wir jedenfalls es für die Politik im Land derzeit nicht, dass es nicht einfach ist, das, was an Erwartungshaltung einerseits aus dem Bereich der Wirtschaft insbesondere formuliert wird und auch von den Landkreisen, auf die ja verteilt wird, übereinzubringen, mit den, in Teilen auch oder nicht in unwesentlichen Teilen nur vorhandenen, gesellschaftlichen Stimmungen. Es gibt eine große relevanten Teilen der Bevölkerung und es gibt natürlich daraus folgend auch eine ganze Menge Versuche, dem und das macht eine pragmatische Migrationspolitik auf Landesebene doch recht schwierig. Das zeigt sich ganz gut an der Frage der Verweildauer. Wir hatten ja ursprünglich in der ZAST in Halberstadt und in den anderen Landeserstaufnahmeeinrichtungen eine maximale Verweildauer von einem halben Jahr. Ich finde, das ist
ein besserer Zeitraum, weil in der Tat es wird einen Zeitraum immer brauchen, wo Menschen ankommen, wo ein paar Entscheidungen getroffen werden müssen, wo Informationen zusammengetragen werden muss. Und da macht eine zentrale Unterbringung zunächst auch mal Sinn, jedenfalls für den weit überwiegenden Teil der Menschen, die ankommen. Glaube ich, sollte man von Anfang an eine dezentrale Unterbringung und für vulnerable Personen in den Blick nehmen, einfach um die nicht in die Notwendigkeit zu bringen, in so einer zu sein mit all den Schwierigkeiten, die dort daraus resultieren. Wir sehen aber mit Blick auf die ZAST und daran sind wir jetzt, das muss man ja selbstkritisch bemerken, auch nicht völlig unbeteiligt. Auch die Grünen haben sich auf diesen Kompromiss eingelassen, dass bis zu 18 Monate Verweildauer in der ZAST vorgesehen ist. Die Pläne aus der CDU gingen ja noch länger, da ging es ja eher in Richtung 24 Monate. Die Pandemie verschärft die Probleme da ja nochmal, aber auch sonst ist strukturell einfach die Schwierigkeit, es passiert in der ZAST in diesen 18 Monaten viel zu wenig, die Zeit wird nicht genutzt, die Menschen sind dort auf sich allein, haben im Regelfall nur einen Wartezustand und ich glaube, das sollte sich verändern. Wir sollten da einen anderen Weg gehen. Meine Vorstellung wäre, dass Menschen, wenn sie in Sachsen-Anhalt ankommen, im Zeitraum zwischen maximal 3 und längstens 6 Monaten irgendwo in der ZAST, in der zentralen Unterbringung sind, dass sie dann, soweit nicht unmittelbar eine Rückführung ins Heimatland ansteht, auch auf die Landkreise verteilt werden und dass Integration begonnen werden kann. Und dass wir es schaffen, da auch mit Gesetzesänderungen auf Bundesebene wirklich einen Spurwechsel zu ermöglichen. Ich weiß, dass das Asylrecht kein Einwanderungsrecht ist. Und mir geht es auch nicht darum, das humanitäre Asylrecht in ein tatsächliches Einwanderungsrecht sozusagen strukturell zu verändern. Ich glaube, das ist sinnvoll für ein Land, das voneinander zu scheiden. Aber wenn ich als Staat in einer Situation bin, dass ich mich entscheiden muss, ob ich jemand mit hohem Aufwand, mit viel Einsatz von Ressourcen bis hin zu Geldmitteln und auch mit einem hohen Ausmaß an menschlichen Effekten, um nicht zu sagen menschlichem Leid, wieder in sein Heimatland zurückzuführen. Und vorher aber nicht prüfe, ob es nicht doch eine Möglichkeit für ihn gibt, im Land zu bleiben, indem er hier einen Ausbildungsplatz hat, indem er hier einen Arbeitsplatz hat und für sich selber hier sorgen kann, dann finde ich, machen wir einen Fehler. Also ich glaube, es braucht diese Spurwechselmöglichkeit, bevor Entscheidungen über Rückführungen getroffen werden. Und da würde ich mir wünschen, dass wir sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene tatsächlich zu einer besseren auch Gesetzgebung kommen. Und am Ende eine Situation haben, wo wir zwar weiterhin humanitäre Zuwanderung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Arbeitsmarktzuwanderung haben, wo es aber die Möglichkeit gibt, zwischen diesen beiden nochmal auch einen Wechsel zu vollziehen in konkreten Einzelfällen, wo das tatsächlich auch sinnig wäre. Naja, da Also würde es das jetzt wäre das mal. einige geben, würde es jetzt einige geben, die sagen, das setzt zu viele Anreize, sozusagen auf der einen Schiene zu kommen und auf der anderen Schiene zu bleiben. Aber unabhängig jetzt von dieser Perspektive, die du gesagt hast, kann es doch ohnehin nicht von Schaden sein, dass Personen, die sich in der ZAST aufhalten, egal ob das nun 3 Monate, 6 Monate oder 18 Monate sind, dass man diesen Personen in dieser Zeit auch bestimmte zusätzliche Bildungsangebote macht, ihnen Kenntnisse verschafft, ob das nun Sprachkenntnisse sind oder wir machen zum Beispiel einen Kurs, der nennt sich also speziell für Menschen auch ohne gute, vermeintlich gute Bleibeperspektive, Programmieren lernen für Geflüchtete. Da kommt ein Student aus Jena, ein Informatikstudent, der kurz vor seinem Masterabschluss ist und macht jede Woche mit Interessierten, ein Nigerianer macht jede Woche mit Interessierten Asylbewerbern, Geflüchteten, auch Abgelehnten einen Kurs, um zum Beispiel das Thema Programmiersprachen, Kenntnisse, die man überall auf der Welt brauchen kann, zu vermitteln, das kann doch nicht von Schaden sein und da könnte doch sich das Land auch in der Erstaufnahmeeinrichtung viel stärker engagieren. Absolut. Und das wäre hilfreich, weil es ist erstens, glaube ich, für die dort lebenden Menschen besser. Es ist eine sinnvolle auch Freizeitbeschäftigung. Es ist etwas, was ihnen, egal ob sie in Deutschland bleiben oder zurückgehen,
Perspektive ein Stück weit bietet, eine Erweiterung von Kompetenzen. Und es hilft damit natürlich auch, die Situation in der ZAST für alle erträglicher zu machen, wenn der Tag nicht nur aus Warten besteht. Also solche Angebote fände ich sinnvoll, fände es auch sinnvoll, wenn das ganze Thema soziale Betreuung in der ZAST in Halberstadt nochmal anders und besser angefasst würde, bis hin zur Frage von Unterricht für Kinder, die dort ja weiterhin sind. Die Schulpflicht gilt, so meine ich, tatsächlich für alle. In der Konkretion in der ZAST ist es so, dass Kinder dort über Monate, zum Teil fast Jahre, eben nicht ins normale Schulsystem integriert werden, sondern ausschließlich so einen unterstützenden Unterricht in der ZAST bekommen. Ich halte das auch für die Zukunft dieser Kinder für absolut nicht tragbar und daran sollten wir was ändern. Trotzdem ist mir daran gelegen, dass wir wirklich auch die strukturellen Fragen angehen und dass wir es schaffen. Und ich will auf das Argument oder das vermeintliche Argument, das würde dann einen Anreiz schaffen, über humanitäre Zuwanderung quasi nach Deutschland in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Also ich meine, diesen Effekt haben wir jetzt ja schon. Also das Asylrecht wird in Teilen natürlich auch, weil es nicht vorhanden sein anderer regulärer Migrationsmöglichkeiten in die Bundesrepublik gibt, so genutzt. Und insofern, glaube ich, müssen wir das besser verregeln. Ich glaube nicht, dass es dann mehr Anreiz gibt, zu kommen, sondern wir hätten als Land und für die Betroffenen bessere Möglichkeiten, damit umzugehen. Ansonsten wäre mein Werben immer noch grundsätzlich dafür, dass wir ein wirkliches, echtes Einwanderungsrecht in Deutschland gestalten. Über die politischen Vorgaben dafür muss gestritten werden. Und da wird man je nach politischer Beheimatung sicherlich auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Aber mir wäre es wichtig, dass wir über diese ausschließlich auf Fachkräfteeinwanderung gerichtete Perspektive natürlich auch zu einem echten Einwanderungsrecht kommen. Ich glaube, das täte uns gut, die Realitäten an der Stelle anzuerkennen. Ich ahne aber, dass das noch ein Stückchen Weg ist, der da vor uns liegt, und dass das unter den Bedingungen einer Pandemie viel schwerer zu realisieren wird, weil es nicht nur den Verweis darauf gibt, dass es jetzt anderes zu regeln gilt, sondern auch, dass natürlich als Ausflucht dann sehr bereitwillig genutzt werden kann. Man hätte jetzt ganz andere Themen, die anzusprechen wären. Ich glaube, dass das ein Zukunftsthema ist, Migration und Zuwanderung. Und dass wir, wenn wir Zukunft in diesem Land gut gestalten wollen, dann müssen wir da auch gestaltend eingreifen. Sonst macht die Demografie einfach ihre Arbeit und die sieht für unseren Landstrich ja nicht wirklich positiv aus, wenn ich sehe, wer in den nächsten 1,5 bis 2 Jahrzehnten alles aus dem Arbeitsmarkt rausgeht, einfach was die Alterskohorten anbelangt, dann ist mir ziemlich unklar, wie wir das auffangen wollen, ohne eine entsprechende auch Zuwanderung. Und diese Zuwanderung wird nicht einfach nur so funktionieren, sondern die wird eine Steuerung brauchen und die wird auch Einsatz der Mehrheitsgesellschaft brauchen. Es ist ja auch interessant zu sehen, weshalb zum Beispiel Migrantinnen und Migranten in Sachsen-Anhalt zurückhaltend sind, will ich das mal nennen, sich hier ihre Heimat tatsächlich neu aufzubauen. Und ein wesentlicher Aspekt, den ja die Landesregierung auch erhoben hat in der Studie, die dann etwas stiefmütterlich behandelt wurde und mit der man dann wenig zu tun haben wollte seitens des Verkehrsministeriums, dass die ja einen Auftrag gegeben hatte, war ja die Tatsache, dass Migrantinnen und Migranten auch sagen, sie halten sich anschließend nicht in Sachsen-Anhalt auf oder finden das nicht besonders erstrebenswert, weil ihnen hier relativ viel Ablehnung, Stichwort Rassismus, entgegenschlägt. Wenn wir über Zuwanderung reden, sollten wir noch mal einen Aspekt ins Auge fassen, aus meiner Sicht, nämlich dort Zuwanderung zu unterstützen, wo die Rahmenbedingungen deutlich einfacher konstruiert sind, nämlich aus dem EU-Ausland. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen, dass bei uns ungefähr 2 Drittel der hier lebenden Ausländer EU-Ausländer sind. Ich kann aber wenig bis gar nichts an Bemühungen in Bundes- und Landespolitik erkennen, hier die Integration dieser Menschen zu verbessern oder letztlich dafür zu werben, dass man nicht nur zum Arbeiten nach Deutschland kommt, ein halbes Jahr oder 2 Jahre bleibt, jedes Wochenende nach Hause fährt. Ich verstehe das, wer möchte schon seine Wurzeln zu Hause aufgeben, aber das Ziel müsste doch sein, diese Menschen, die zunächst als Arbeitskräfte hierher kommen,
generell für Deutschland zu gewinnen. Wer schon den Schritt einmal hierher getan hat und gesagt hat, ich arbeite in Deutschland, bei dem ist doch sozusagen der Boden bereitet, um so den Integrationssamen so auszuwerfen, dass er vielleicht dann irgendwann auch seine Familie mit nach Deutschland bringt. Und dort müssen wir uns um Ausländerstatus und ähnliches gar nicht weiter bemühen. Da sind fast alle Dinge geklärt und es ist nur eine Frage der Integration. Und da sind wir selber auch im Burgenlandkreis leider auch noch am Anfang der Bemühungen. Aber das wäre sicherlich ein sehr dankbares Feld. Wir arbeiten zurzeit mit der Robert-Bosch-Stiftung zusammen, eine Art Begegnungskonzept. Wie kann es besser gelingen, dass wir mit den EU-Ausländern, die zu uns kommen, zusammentreffen, dass es hier nicht diese Gruppenbildung und Separierung über die ganze Zeit der beruflichen Tätigkeit gibt, sondern mehr ein Miteinander und eine Durchmischung. Aber das wäre auch ein Wunsch. Da braucht man auch keinen anderen Rechtsrahmen im Bund, dass sich das Land in diese Form der Zuwanderung mit einschaltet. Das ist wunderbar, dass das Thema EU-Zuwanderung jetzt angesprochen worden ist, weil im Hintergrund hat sich auch gerade Christoph Blau von der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt gemeldet, dessen Mikrofon ich jetzt freigeschalten habe. Herzlich willkommen, Christoph Blau, und Sie können gerne was sagen. Hallo, Herr Blau. Können Sie mich hören? Herr Blau, wir können Sie noch nicht hören. Sie hatten sich gemeldet. Jetzt kommt die Verbindung erstmal noch nicht zu weiterhin auf. Und ziehe einfach parallel schon mal eine Frage vor, die über den Chat gekommen ist. Wolfgang Breidenbach fragt, welche Erfahrung es mit der Ausbildungsduldung, der neuen Ausbildungsduldung im Burgenlandkreis gibt, ob es da schon erste Erfahrungen im Burgenlandkreis hat dazu, wie die genutzt wird. Also wir sind mit dem Thema Ausbildungsduldung schon eine Weile unterwegs. Ich bin jetzt leider nicht der Experte in der Frage Ausbildungsduldung, die sich jetzt nochmal geändert hat im Zusammenhang mit dem Fachkräfteeinwanderungsrecht. Weil das Thema Ausbildungsduldung nehmen wir ja jetzt schon ein paar Jahre mit uns mit und wir haben das, soweit es möglich war, auch ausgenutzt und haben insgesamt in diesem Bereich, wenn ich das jetzt richtig sehe, über diejenigen mit schlechter Ausbleibeperspektive 74 Ausbildungsverträge über dieses IFAF-Projekt geschlossen. Also das ist erstmal eine stattliche Zahl, glaube ich. Und ansonsten bin ich zu wenig Experte, um da jetzt eine genauere Antwort geben zu können. Okay, das können wir wahrscheinlich ja an anderer Stelle auch noch nachtragen, wenn es dann noch tieferen fachlichen Einstieg braucht. Ich versuche jetzt nochmal einen zweiten Anlauf mit Christoph Blau. Ich weiß nicht, ob er mich jetzt hören kann und ob er auch selbst die Gelegenheit hat, sich dazuzuschalten. Ich mache nochmal Stummschaltung auf. So, ja, jetzt wollte ich sie aufheben, jetzt ging es nicht. So, Christoph Blau, können Sie mich jetzt hören? Also er ist da, aber ich nehme auch an, er kann uns hören, aber wir hören ihn noch nicht. Nee, will irgendwie nicht gelingen. Insofern schade, ich hätte ihn gerne dazugeschalten zur Frage Migration von EU-Ausländern. Da hätte er sicherlich was beizutragen gehabt zur Frage, wie man das an der Stelle besser gestalten kann. Ich gucke mal in die Runde, sehe derzeit erstmal keine weiteren Fragen. Insofern, es ist jetzt noch die Gelegenheit, ins Webinar mit Fragen einzusteigen.
Könnte vielleicht noch von dem ein oder anderen Projekt berichten, das wir im Burgenlandkreis zurzeit anschieben. Es gibt ein interessantes Projekt, das bin ich mir nicht ganz sicher, wer das ursprünglich initiiert hat, aber das jedenfalls syrische Geflüchtete in Verwaltung bringt. Das ist für mich als Landrat Verwaltung mein Lieblingsthema. Und der Bund unterstützt mit auch finanziellen Mitteln so ganzjährige Praktika. Und wir sind gerade dabei, unter den Zuwanderern, die seinerzeit aus Syrien kamen, auszuwählen, wer über ein einjähriges Praktikum ein besseres Verständnis zur öffentlichen Verwaltung, zum Thema kommunale Selbstverwaltung, was bedeutet das überhaupt, erhalten kann und möglicherweise dann aus diesem Pool von Praktikanten dann auch künftige Auszubildende herauszurekrutieren. Das ist jedenfalls unsere Hoffnung. Das ist ein Projekt. Und wir haben festgestellt, dass gerade im Bereich der zugewanderten Frauen wir noch viele Lücken haben, um hier Angebote zu schneidern. Das sind also Angebote, die sehr stark auch nachgefragt werden. Angebote, wo Frauen ihre Kinder mitbringen können, Sprachangebote, aber auch allgemeine Diskussionsforum, das Thema sexuelle Bildung für Geflüchtete, das spielt dort auch eine große Rolle, habe ich schon erwähnt. Ein anderes Thema ist das, Sebastian Striegel, was du gesagt hast, wenn Kinder aus der zentralen Aufnahmestelle kommen und wir stellen fest, also nicht wir, sondern die Schulen, die Schulleitungen, die Lehrer stellen fest, es fällt dem Kind extrem schwer, überhaupt in der Schule Dinge zu erfassen, schon aus mangelnder sprachlicher Kompetenz. Dann haben wir Klassen in der Volkshochschule gebildet, seit Jahren, eigentlich seit 2015, wo wir diese Schüler mit Deutschsprachkursen 4 Tage in der Woche unterrichten. Nur am fünften Tag das Kind in seine Schule geht und diese Rückgabe in die Schule dann erst dann erfolgt, wenn die Sprachkompetenz aufgebaut ist. Das hat natürlich auch Nachteile, weil natürlich die Integration in die Klasse darunter leidet. Aber wenn man diesen Prozess überhaupt starten will, sind ja Grundkenntnisse der deutschen Sprache von Vorteil. Da kommt natürlich auch ein Wunsch an das Land, denn eigentlich ist das nicht Aufgabe der Volkshochschule, die ist eigentlich für Erwachsenenbildung zuständig. Eigentlich ist es auch nicht Aufgabe der Schulträger, sondern derer, die für Schule verantwortlich sind. Also, aber wir wissen alle, wir haben Lehrermangel und insofern bedarf es da auch einer gewissen Unterstützung dieser Kinder. Ja, und ich glaube, da dran zu bleiben, lohnt. Blaue versucht es. Wir haben inzwischen hier Parallelkontakt hergestellt, weiter sich auch per Ton zuzuschalten. Mal schauen, vielleicht klappt das in den nächsten Minuten noch. Ich will, weil das Thema Verwaltung und Integration von Geflüchteten, aber auch Migrantinnen und Migranten allgemein angesprochen worden ist, direkt mal noch auf eine ganz aktuelle Geschichte verweisen. Ich weiß nicht, ob die schon den Weg ist, bis in den Burgenlandkreis gefunden hat. Es gibt ja regelmäßig auch besondere Ehrungen für gute oder sehr gute Abschlussarbeiten an Hochschulen. Und in den letzten Tagen war zu lesen, dass ein Absolvent des Masterstudiengangs Public Management an der Hochschule im Harz für seine Masterarbeit zum Thema Netzwerke der Arbeitsmarktintegration in einem integrierten Flüchtlingsmanagement den ersten Platz hier gemacht hat, bundesweit. Vielleicht ist das auch nochmal eine Person, wo man einen Kontakt in den Burgenlandkreis herstellen kann. Da gibt es also auch an der Hochschule Harz, die ja eine Hochschule für die öffentliche Verwaltung auch insbesondere ist, tatsächlich auch noch ein bis 19, bis 2022 gehendes Projekt. Vielleicht lohnt es auch da nochmal die Kooperation mit der Migrationsagentur. Ich leite gern nachher nochmal den oder trage es hier in den Chat ein, vielmehr die entsprechenden Kontaktdaten weiter. Könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht auch Punkte. Also wenn jemand den Absolventen kennt, So, wenn jetzt jemand den Absolventen kennt, dann bin ich froh, wenn ja, ich von dem mal erfahre. okay, das stellen wir her den Kontakt. Jetzt habe ich Herrn Kohls. Kleinen Moment, jetzt muss ich kurz schauen.
den ich hier auch freischalten kann. So. Guten Tag. Herr Kohls, Guten Abend. Sie sind zu hören. Vielleicht stellen Sie sich ganz Guten Tag. kurz vor, weil nicht alle in der Runde Sie schon kennen, und dann beteiligen Sie sich gerne mit einer Frage oder mit einem Diskussionsbeitrag hier. Okay, gut. Mein Name ist Thomas. Ich wohne in Magdeburg, bin Mitglied im Kreisverband Magdeburg und ja, habe mich in den letzten Jahren beruflich, aber auch ehrenamtlich sehr viel auch mit dem Thema Migration, gerade von Integration von Geflüchteten beschäftigt. Und meine Frage bezieht sich, ich weiß, da kann auf Kreisebene wenig getan werden, vielleicht auf Landesebene ein bisschen was. Und zwar hat Migration, egal ob es EU-Ländern oder Nicht-EU-Ländern, auch immer so eine Kehrseite, gerade von Einwanderung von Fachkräften, wenn man davon redet. Und zwar kann dadurch auch ein Fachkräftemangel in den Herkunftsländern entstehen. Ja. Ich sehe das, war sehr viel in Kontakt mit Balkanländern und sehe das sehr stark dort, dass viele Personen, gerade aus dem medizinischen Bereich, medizinisches Fachpersonal, Pflegekräfte, aber auch Ärzte aus Serbien, Mazedonien nach Deutschland einwandern und dadurch entsteht in den Ländern dann ein Mangel an Ärzten und Krankenschwestern und so. Gibt es irgendwelche Ideen, was man da dagegen tun kann, dass das Problem dann quasi woanders vergrößert wird? Wer sagt Frage was? mal direkt an dich, Götz, und dann kann ich gerne auch noch was ergänzen. Wenn man sowas professionell organisieren will, dann sollte man sich die Länder und die Regionen, aus denen man diese Zuwanderung organisieren will, genau anschauen. Der Bund hat das ja überlegt und hat unter dem Gesichtspunkt Zuwanderung in medizinische Berufe sich Länder ausgeguckt, die nach dem Dafürhalten, in dem Fall jetzt des Bundesgesundheitsministeriums, nicht von dieser Gefahr betroffen sind. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann aber auf Ebene der Regionen, also auch der Landkreise, nur dazu raten, sich mit solchen Regionen zu beschäftigen, wo dieses Problem dann nicht in dem Maße, wie Sie das benannt haben, dann eintritt. Also wir haben nach wie vor im Fokus, dass wir in unserer Partnerregion, das ist die Region Bani Kinana in Nordjordanien, direkt an der syrisch-israelischen Grenze, dass wir dort eine Kooperation mit der örtlichen Berufsschule aufbauen, weil wir sehen, dass dort unter den Jugendlichen eine Arbeitslosenquote über 20% herrscht. Und ich glaube, wenn man in einer solchen Situation vor Ort einerseits dazu beiträgt, die Ausbildung zum Beispiel in einer solchen Berufsschule zu verbessern, dann auch einigen der Absolventen die Möglichkeit gibt, im Ausland die Ausbildung fortzusetzen, auch zu arbeiten, dann heißt das noch lange nicht, dass dort ein Arbeitskräftemangel eintritt, sondern man entlastet den Arbeitsmarkt dort in gewisser Weise und schafft aber natürlich auch immer wieder die Möglichkeit der Rückkehr, obwohl mir natürlich klar ist, dass dann die Rückkehr in das Heimatland oft nicht wieder stattfindet. Aber in einer solchen Situation wie in unserer Partnerregion hätte ich jetzt überhaupt kein schlechtes Gewissen, da so eine Brücke, eine Zuwanderungsbrücke in den deutschen Arbeitsmarkt zu starten. In anderen Ländern oder anderen Regionen ist das wahrscheinlich ethisch dann eher nicht vertretbar. Ja, da würde ich gerne anschließen wollen. Auch mein Eindruck ist, man muss da sehr genau hingucken, in welchen Bereichen man das macht. Und wenn wir jetzt mal mit Blick auf den Blick auf den Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt nehmen, dann ist es ja jedenfalls inzwischen so, dass wir für eine ganze Reihe von Bereichen auch tatsächlich für Geringqualifizierte oder für Bereiche, wo wirklich sehr wenig Qualifikation notwendig ist, also im Logistikbereich, selbst da nicht ausreichend Leute mehr haben. Und insofern ist das natürlich auch eine Chance für Menschen, die gar nicht mit einer riesengroßen Qualifikation schon hierher kommen. Stichwort klang ja auch bei Götz Ulrich schon an, Jugendarbeitslosigkeit in der ganzen Reihe von Ländern, überhaupt eine Chance zur Integration in den Arbeitsmarkt, wenn auch einen außerhalb gegebenenfalls des Heimatlandes
zu finden. Aber es ist natürlich am Ende immer auch eine Abwägungsfrage und ist was, was man in den Blick nehmen muss, weil völlig unproblematisch ist es nicht. Das ist ja auch gut zu sehen, auch für den innereuropäischen, für die innereuropäische Migration. Also wir sehen das ja aktuell zum Beispiel mit Blick auf Tschechien und die bayerischen und sächsischen Grenzregionen dort, wo die tschechische Regierung händeringend sagt, liebe Krankenschwestern, liebe Pfleger, liebe Ärztinnen und Ärzte, wir haben so viele Probleme im Heimatland, kommt doch bitte jetzt zurück aus euren Auslandsverwendung. Und insofern, das zeigt schon auch einen Mangel oder einen Bedarf an dieser Stelle an. So, jetzt gucke ich mal. Ich mache jetzt noch mal einen Versuch, Christoph Blau zuzuschalten. Nehme Thomas Kohls hier raus und versuche Christoph Blau. Der braucht den Audio, der muss den Audio-Pin eingeben. 55, jetzt gucke ich mal gerade hier. 55046 und Raute. Audio-Pin ist Raute 55046 und nochmal eine Raute. Dann sollte er sich übers Telefon tatsächlich auch hier zuschalten können. Ich wiederhole nochmal 55046. Man kann sich aber auch über das Telefon hier zuschalten. Ja, man kann sich auch über das Telefon zuschalten, aber dann muss man offensichtlich nochmal einen Audio-Pin eingeben. Jetzt gucken wir mal. Jetzt habe ich die Chance, ihn einzuschalten. Christoph Blau, können wir Sie hören? Hören Sie mich? Jetzt hören wir Sie. Hallo und herzlich willkommen. Ah, wunderbar. Das freut mich sehr, weil sonst würde ich ja an meinen Künsten schon verzweifeln. Ja, ich freue mich. Kurz zur Sache, weil Landrat Ulrich sprach mir eigentlich vom Herzen, was die Integration der EU-Zugewanderte anbetrifft. Das ist natürlich für uns auch eine Herausforderung, weil das ist ein relativ neues Thema für die neuen Bundesländer, auch für Sachsen-Anhalt. Die Zuwanderung, gerade aus den östlichen EU-Staaten, die begann so richtig zu funktionieren seit 2014, dann kam 2015, das lief so parallel. Man hatte hier hohe, große Herausforderungen, um erstmal die Geflüchteten entsprechend sicher und vernünftig unterzubringen. Und somit entstand ja parallel eine relativ große Gruppe von etwa 35% aller Migranten in Sachsen-Anhalt, das sind Unionsbürger. Das ist die größte Gruppe, wenn man so von bestimmten Gruppierungen sprechen kann. Und ja, wir müssen unsere Strukturen, unsere Regelstrukturen, unsere Wahrnehmung und auch Angebote jetzt auf diese Gruppe auch etwas erweitern und anpassen. Das heißt, es gibt ja viele, viele Angebote, wo leider die Unionsbürger keinen direkten Zugang haben. Die Regelstrukturen müssen ja geöffnet werden, auch für die Menschen. Und wir müssen auch etwas Sensibilisierungsarbeit in die Verwaltung und in die Beratungsstrukturen geben. Ich will auch ein Projekt kurz vorstellen, was wir gerade im Oktober begonnen haben, was gerade in diese Richtung geht. Das ist die Fachstelle und Fach- und Servicestelle für EU-Migration Sachsen-Anhalt. Und gerade diese Fachstelle wird als Ziel haben, diese Sensibilisierung und Bereitstellung von fachlich fundierten, rechtlich sicheren Informationsmaterialien zu Integrationsprozessen von Unionsbürgern in Sachsen-Anhalt und Deutschland. Und bei dieser Fachstelle können sich natürlich alle anderen Beratungsstellen bedienen. Wir wollen ja keine Parallelstrukturen. Wir wollen ja einfach im Grunde genommen Unterstützung leisten dafür, was schon bereits da ist. Und neben diesen Aspekten natürlich brauchen wir auch viel Sozialarbeit, viel Wahrnehmung, dass die Menschen sich auch bei uns wohlfühlen. Also alleine in der Bundesrepublik Deutschland, die Hälfte der Migranten sind Unionsbürger. Also das sind ja knapp 6 Millionen. Es ist ja schön, das freut ja einen, dass sie nicht so wahrgenommen werden als Fremde. Das ist ja eigentlich das oberste Ziel. Aber bei uns brauchen wir noch etwas Zeit dafür und vor allen Dingen, wir müssen auch wahrnehmen, dass die Menschen, die jetzt zu uns kommen,
Sie haben sprachliche Probleme. Sie haben auch Probleme, sich in den Verwaltungsstrukturen zurechtfinden. Das ist eine etwas andere Migration wie die, die über Jahrzehnte so aus der EU nach Deutschland kamen. Es sind viele Menschen aus einfachen Berufen. Zum Teil haben sie Probleme, sich zu Hause in der Verwaltung zurechtzufinden. Es recht hier. Und somit ist der Beratungs- und Unterstützungsbedarf größer wie bei heterogenen Gruppen, wo man Ärzte, Ingenieure und auch Hilfsarbeiter haben. Wir haben viele Menschen, die im Grunde genommen in einfachen Jobs geht, die aber sehr gefragt sind. Das ist ja nicht nur die Ernährungswirtschaft, das ist ja Logistik, das ist ja im Grunde genommen das Handwerk. Und somit sind wir, ich denke mal, auf dem richtigen Weg, weil wir auch über das Thema schon reden. Das freut mich persönlich auch sehr. Und was das andere Thema anbetrifft, was wir jetzt vor kurzem haben, so das Thema, dass die Menschen, dass die Fachkräfte aus den Ländern abwandern, das ist vielleicht punktuell von Fall zu Fall durchaus spürbar, aber einer der Hauptziele der Europäischen Union ist ja die Freizügigkeit der Menschen. Damit will man natürlich auch schaffen, dass man gleichwertige Lebensmodelle und Qualitäten in die Länder bekommt. Die Menschen kommen, bleiben und zum Teil gehen sie wieder zurück. Wir haben im Grunde genommen Jahr für Jahr Hunderttausende, die kommen, aber auch wiederum Hunderttausende, die wieder in die Heimat gehen. Mit entsprechenden Qualifizierungen, mit Erfahrungen, auch zum Teil mit Geld, was sie verdient haben, was natürlich sie zu Hause wieder einsetzen. Unter den Strich bleiben immer noch welche da. Und das ist unsere Zielgruppe, die wir hier integrieren wollen in Sachsen-Anhalt. Also so sehe ich das. Und wir haben einen europäischen Gemeinschaftsmarkt. Natürlich muss man hier noch viel ja, Arbeit leisten im Bereich nicht nur Wirtschaft, sondern auch einheitliche soziale Systeme, Mindestentlohnung, die jetzt die EU auch angepeilt haben, dass wir zumindest auch in der Europäischen Gemeinschaft eine ähnliche Struktur der Mindestentlohnung bekommen. Die Prozesse die haben begonnen, man sieht die und ich hoffe, es wird sich was tun und dass wir jetzt in Sachsen-Anhalt das Thema auch jetzt gesichtet haben und ich freue mich auch, wenn wir mit Ihnen, Herr Landrat Ulrich, auch ins Gespräch kommen, weil Sie sind ja führend, nicht nur in der Agentur, aber auch ich finde, dass mit dem Umgang mit dem Thema sowohl was die Zuwanderung aus Fluchtgebieten anbetrifft, aber auch aus dem EU-Raum. So, jetzt hat es geklappt. Vielen Dank. Und bevor das alles zusammenbricht, wünsche ich Ihnen schon ja, schöne Feiertage und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Dankeschön. Vielen Dank. Zu dem Thema EU-Bürger Sebastian Striegel, kann ich da noch was sagen? Sehr gern. Also da liegt noch tatsächlich ganz viel auch an Möglichkeiten brach. Dort, wo, ich nehme jetzt mal das Beispiel der Stadt Weißenfels hier im Burgenlandkreis, die den höchsten Anteil von EU-Bürgern prozentual in Sachsen-Anhalt hat. Dort, wo namhafte, also numerisch namhafte Zahlen von Gruppen von EU-Bürgern leben, Polen, Rumänen, Bulgaren, dort nicht nur Begegnung zwischen polnischen EU-Bürgern und Deutschen herzustellen, sondern auch diese kulturelle Identität der zugewanderten Gruppe so zu öffnen und zu präsentieren, dass das für eine Kleinstadt wie Weißenfels dann auch zu einer Bereicherung werden kann. Wir haben das mitunter bei den, das sind jetzt nicht keine Ausländer, bei den Russlanddeutschen gesehen, dass es mitunter gelingt, da deren kulturelle Tradition mit hier nach Deutschland zu bringen, hier auch zu präsentieren. Und ich finde, wenn sich EU-Bürger hier wohlfühlen sollen, dann muss es doch eine Mischung sein zwischen dem, was ich
vermittelt bekommen habe in meinem Leben an kultureller Identität, dass ich das weiterhin auch ausleben kann auf der einen Seite und der Öffnung dieser Identität auf der anderen Seite. Und da brauchen wir noch mehr Ideen, wie das gelingt, dass sich eine solche zum Beispiel polnische Community noch stärker öffnet. In Weißenfels zum Beispiel ist, glaube ich, ein Anfang getan. Da ist jetzt bei der letzten Gemeinderatswahl die erste polnische EU-Bürgerin in den Stadtrat von Weißenfels gewählt worden. Das ist schon mal ein guter Anfang. In der Tat, ein Anfang ist da gemacht und ich finde es wichtig und gut, dass dieser Aspekt von Zuwanderung, von Migration hier auch nochmal in den Blick geraten ist. Ich sehe jetzt erstmal im Fragebereich keine weiteren Fragen oder Wortmeldungen mehr. Insofern gebe ich hier nochmal eine letzte Chance. Wenn jemand noch was sagen will, dann ist es jetzt, glaube ich, die Gelegenheit. Und wenn das nicht der Fall ist, dann will ich mich ganz, ganz herzlich bei Götz Ulrich bedanken. Ich habe hier noch eine kurze Geschichte im Chat. Kriege, nein, das sind nur herzliche Grüße. Petra Wallmann-Möwald noch entsprechend hier in die Runde gegeben werden. Keine konkrete Frage. Aber ich darf mich ganz herzlich bei Götz Ulrich bedanken, dass er uns zur Verfügung stand für dieses Webinar, dass er von den Erfahrungen mit der Migrationsagentur im Burgenlandkreis erzählt hat und dass wir Gelegenheit hatten, ein paar Dinge tatsächlich auch zu streifen. Ich will nochmal auf die Literaturtipps sozusagen zum Weiterlesen hier im Chat verweisen. Wer sich in Sachen Abschlussarbeit an der Hochschule Harz und dem Projekt dort schlau machen will. Ich habe die entsprechenden Links in den Chat auch nochmal gepostet. Ich bin sicher, das Thema gelingende Zuwanderung in die ländlichen Räume in Sachsen-Anhalt wird uns auch noch weiter beschäftigen, nicht nur im Burgenlandkreis, sondern auch in anderen Landkreisen. Ich selbst komme ja ursprünglich aus dem Saalekreis. Dort ist es so, dass der Leiter des Ausländeramtes unlängst suspendiert worden ist, zum Jahresende das Amt auch wird oder die Kreisverwaltung endgültig verlassen wird. Und vielleicht ist auch da eine Chance, tatsächlich zu einer positiveren Arbeit an diesem Thema zu kommen. Und vielleicht kann der Burgenlandkreis da auch ein Stück weit Pate stehen für das, was an Modellen möglich ist. Nicht als simple Kopie. Die Voraussetzungen im Saalekreis sind sicherlich andere, aber doch als ein Ort, an dem man auch aus den Erfahrungen mit so einer Migrationsagentur lernen kann. Ich bin sicher, dass andere Landkreise mit Interesse drauf gucken. Götz Ulrich hat es schon gesagt, es gab auch schon viel Besuch bei der Migrationsagentur. Und ich freue mich einfach, dass wir über das Thema sprechen konnten und hoffe, dass es uns gelingt, trotz der Pandemie und in der Pandemie die anderen Herausforderungen, die unsere Gesellschaft hat, und das ist unter anderem auch Zuwanderung, das ist aber auch weiterhin die andauernde Klimakrise, dass wir an diesen Stellen und an diesen Fronten nicht nachlassen, sondern dass das trotz der Pandemiesituation es uns gelingt, auch an diesen Punkten weiterzukommen. Vielen Dank, Götz Ulrich, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut. Es hat mir wie immer viel Spaß gemacht und danke, dass wir diese Runde hier haben konnten. Ich fand das auch wunderbar. Vielen Dank. Dann einen schönen Abend, ein gutes Wochenende und ich kann mich den Wünschen von Christoph Blau nur anschließen. Bleiben Sie alle gesund, halten Sie Abstand, tragen Sie eine Maske und reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte. Das ist in den nächsten Wochen mehr als notwendig, wenn wir miteinander hier gut durch die Pandemie kommen wollen. Insofern bleiben Sie behütet. Tschüss.